Guten Abend und natürlich auch ein herzliches Willkommen hier zu unserem heutigen Webinar. Heute am 29. August 2018. Ja, der Sommer ist schon bald um. Kann man sicherlich überall feststellen. Noch ist es warm, morgen soll es schon wieder kalt werden. Aber das ist natürlich nicht das Thema für heute. Ja, mein Name, wie immer bei ähnlichen Webinaren dieser Art, Stefan Friedrichowski, und ich sag's gleich vorneweg, wer mich hier gerne anredet, auch in E-Mails oder hier im Chat oder wie auch immer, geht gerne direkt zum Du über. Wenn er genau beobachtet, tue ich das gleich auch und rede hier eher immer in der Du-Form. Ja, herzlich willkommen natürlich auch im Namen von JFD. Heute geht es tatsächlich nochmal mehr um JFD. Ich habe sogar hier den Titel nochmal leicht geändert, Investieren und Trading aus einer Hand. Er stimmt nicht exakt überein mit dem, was angekündigt war. Und auch der Inhalt stimmt nicht ganz hundertprozentig exakt überein mit dem, was angekündigt war. Aber ich erzähle natürlich auch den Grund. Eigentlich ist es für mich heute sozusagen so ähnlich wie das Warten hat ein Ende. Auf den Moment, genau hier dieses Webinar zu halten, warte ich jetzt schon seit ein bisschen mehr Zeit. Aber heute ist es endlich soweit, weil JFD Invest ist gelauncht. Noch nicht im Großen. Die Website ist noch in Englisch und wir gehen danach auch mal drauf ein. Kommt alles in den nächsten Tagen, dass das auch auf Deutsch ist. Aber das ist halt quasi der Moment, wo es ganz einfach wird, hier Strategien zu folgen. Das ist tatsächlich auch das Thema für heute. Deswegen auch Investieren und Trading aus einer Hand. Alles passiert direkt bei JFD. Und wir werden nachher sehen, es geht unter anderem auch um Strategien, ja, sozusagen aus meiner Feder. Und damit auch um Strategien gewissermaßen von euch, weil, die Strategien, die ich da auch handle und trade und die hier dann auch nachher zum Kopieren bereitstehen, sind tatsächlich genau die Strategien, die wir hier auch im Webinar besprechen. Wahrscheinlich habt ihr schon längst geahnt und mitbekommen, dass bei mir sozusagen die Arbeit ja auch gewissermaßen Hand in Hand geht, soll heißen. Die Strategien, mit denen ich mich gerade beschäftige, die mache ich hier meistens auch zum Webinarthema. Und logischerweise tauchen die dann irgendwann in Live-Konten auf und dann irgendwann dann jetzt auch immer bei JFD Invest. Wir starten klein mit einer Selektion, das werden wir jetzt sukzessive weiter aufbauen. Und ihr werdet dann, sobald ihr auch da ein bisschen vertraut mit seid, auch immer wieder mal erkennen, hey, das war doch mal das Webinar so und so. Natürlich heißen die Strategien hier nachher anders und von daher ist die Zuordnung nicht immer ganz so einfach. Aber ich weiß, ich habe hier gewiefte Zuhörer und im Zweifelsfall kann man mir auch einfach eine Frage stellen und dann klären wir das. Aber so viel mal vorneweg. Also für mich ist es tatsächlich ein besonderer Moment, heute genau über JFD Invest zu reden. Nachher tauchen Begriffe auf wie Mirror Trading anstatt Social Trading. Trading hat auch einen bestimmten Grund. Ja, und das Ganze passiert halt hier bei JFD. Wie immer seht ihr schon meine E-Mail-Adresse, Slides sind schon hochgeladen zwischendurch, danke für übrigens nochmal für den Hinweis, zwischendurch hatte ich die falschen Folien noch hochgeladen, aber habe ich dann schon korrigiert, also die Folien sind schon ausgetauscht. Einige beschweren sich hier noch gerade über das Wetter, ihr könnt es ja bei mir auf dem Bildschirm sehen, bei mir sind noch aktuell 27 Grad. Okay, gut, dann kommen noch ein paar Hinweise hier genau, einfach im Zweifelsfall mir per E-Mail die Sachen entsprechend schreiben. Gut. Das war jetzt nur, weil ich gerade mal kurz durch den Chat gegangen bin, wo schon einiges jetzt gerade stand. Und da zumindest, also definitiv, Männer nicht multitaskingfähig sind. Also, oder ich mache es mal ganz persönlich. Ich bin nicht multitaskingfähig. Merkt ihr mal automatisch, wenn ich im Chat lese, dann wird wahrscheinlich immer meine Stimme hier ein bisschen ruckeln, als wenn hier Übertragungsfehler sind. Aber naja, ich habe halt nur eine CPU, bin nicht richtig Multicore. Und aber vielleicht geht es euch ja ähnlich.
Okay, natürlich, bevor wir starten, die üblichen Hinweise, ihr wisst, Webinare werden aufgezeichnet und sind morgen auch dann auf dem JFD YouTube-Channel wie immer zu sehen. Und E-Mail-Adresse haben wir hier schon, also von daher ist das auch gut, wenn ihr nämlich auch mal Fragen noch habt, dass ihr dann jederzeit hier direkt auch auf mich zukommen könnt. Ihr wisst, ich antworte da gerne. Ehrlich gesagt, auch wenn ich sonst immer sage, Excel-Sheets natürlich verteile ich auch sehr gerne. Ich habe heute keins. Also heute gibt es kein Excel-Sheet. Vielleicht andere zum Vorbemerken noch, da wir es heute tatsächlich mal nicht so richtig über die eigene Entwicklung der Trading-Strategie berichten. Gleich mal der Hinweis, nächste Woche geht es damit wieder los. Die Webinar-Ankündigung kommt jetzt und auf der Website sind die Webinare auch schon da. Also nächste Woche, diesmal in kurzer Taktung, geht es dann wieder unmittelbar in die Entwicklung einer weiteren Strategie. Oh, da ist gerade irgendjemand auf seiner Tastatur ausgerutscht. Ich habe einen interessanten Chatbeitrag. Sind einfach nur Tasten gedrückt. Egal. Die Folie habe ich hier schon mal aufgelegt. Ihr wisst, ich muss sie immer einmal zeigen. Der Risk Disclaimer. Nachher, heute ist es natürlich so, dass wenn wir nachher über dieses JFD Invest genauer reden, wer dem tatsächlich dann folgt, muss ohnehin noch ein paar Klicks setzen und einigen Sachen zustimmen. Aber ihr wisst, der allgemeine Hinweis, wenn wir über Traden reden, was schließlich nämlich ihr macht in eurem Konten, ist natürlich immer ausschließlich eure Entscheidung. Okay, so viel. Jetzt kriege ich noch mehr so Zahlen. Okay, gut. Was machen wir hier heute genauer? Also, wir berichten heute tatsächlich über das, was man bei auch anderen, das ist im Moment auch tatsächlich ein Begriff, der gerne verwendet wird. Ich kriege hier von den Banken auch immer wieder E-Mails. Den Begriff habe ich hier trotzdem auch mit aufgenommen, nämlich digitale Vermögensverwaltung. Und in der Tat machen wir hier in Summe nachher nichts anderes. Mit dem schönen Zusatz, dass dennoch viele Entscheidungen bei euch liegen, nämlich genau die Auswahl der Strategie. Und wir werden nachher darüber reden mit der sogenannten Risk Allocation, also die Risikoverteilung. Jetzt kam ich schon gerade nicht auf das deutsche Wort. Also, welcher Strategie gebe ich welches Gewicht? Und das ist natürlich jetzt hier schlicht und ergreifend direkt in eurer Hand. Das Ganze nennt sich jetzt bei JFD Mirror Trading, weil die Trades werden gespiegelt, also kopiert. Und im Unterschied zu ich sag mal einen Begriff, der vielleicht nicht ganz so doll ist. Dummies folgen Dummies. Das gibt es bei vielen anderen Anbietern. Da werden Demokonten gemacht und die Demokonten werden dann zum Kopieren freigegeben, rauf und runter. Das genau wollen wir nicht. Wir wollen das Ganze wieder hier absolut seriös angehen. Nur was durch einen Prüfungsprozess gelaufen ist, wird zur Verfügung gestellt. Und damit wollen wir auch hier A, die Sache seriös angehen und B, auch euch als diejenigen, die dann vielleicht dem einen oder anderen Strategie direkt folgen, auch ein bisschen schützen. Natürlich gehe ich ein bisschen genauer darauf hinein, was denn diese Plattform macht und wie man da sich so zurechtfindet. Ein paar Begrifflichkeiten will ich da auch mal klären. Und es soll aber ein bisschen euch den Einstieg erleichtern, um vielleicht nicht ganz nur alles selber durch Klicken auszuprobieren. Und will ich da ein paar Sachen zeigen und natürlich auch immer noch ein paar extra Details darüber reden, die vielleicht so sonst nicht zu finden sind. Es gibt in Wahrheit nachher drei Schritte, um wirklich dabei zu sein. Es ist wirklich wahnsinnig einfach. So soll es auch sein. Und über die ein oder andere Strategie, die auch hier auf der Plattform nachher angeboten wird, will ich ja noch mal ein bisschen im Detail berichten. Ihr habt halt den Vorteil in diesem Webinar, dass ihr sozusagen mit dem redet, der auch für die Mehrzahl der Strategien direkt verantwortlich ist, dass ich euch natürlich unmittelbar auch naja, zu den Originalkonten führen kann, weil, naja, ihr wisst, ich bin da ganz offen, ich zeige es und das soll natürlich hier auch wieder so sein. Schließlich und endlich wollen wir noch über zwei Dinge reden, nämlich das eine ist, irgendwann muss man mal auch über Gebühren reden.
Da steht schon hier das entscheidende Stichwort, High Watermark. Ist nicht ganz jedem vertraut, denke ich, will ich ein bisschen auch erklären. Und etwas anderes, was wahrscheinlich noch weniger jedem vertraut ist, das ist die sogenannte Bulk Execution. So ein herrliches Wort. Bulk Execution müssen wir uns angucken. Einfach auch deshalb, weil wenn viele Leute einer Strategie folgen, wollen wir natürlich sicherstellen, dass alle das Gleiche sehen, also in ihrem Konto. Und da will ich natürlich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Gut, jetzt werde ich hier schon gefragt, hey, kannst du nicht direkt auf Punkt 4 eingehen? Also machen wir es mal hier kurz im Shortcut. Die Strategien im Detail, wenn man wirklich alles wissen will, dann frühere Webinare. Ich sage das so offen und ehrlich. Ein paar Hintergründe kann ich gleich auch verbal machen. Ansonsten einfach nur, indem ich in 5 Sekunden oder 5 Minuten über eine Strategie rede, kann man die noch nicht automatisch selber nachbauen. Also so viel dafür als quasi, nennen wir es mal, Entschuldigung. Also ich kann es nicht heute alle Strategien wirklich komplett vorstellen, aber ein paar Hintergründe will ich natürlich da auch bringen. Gut, das Ganze läuft unter dem Namen JFD Invest und Miro Trading. Und das ist halt, ja, eine Vermögensverwaltung. Nur zum Teil vorselektiert und zum Teil liegt es in eurer Hand. Das heißt, ihr guckt euch die Historien dieser Konten an. Ihr seht auch da Charakteristiken in den Konten. Da will ich auch ein bisschen gleich drauf eingehen, worauf man da vielleicht so achten kann. Und der eine oder andere von euch wird sicherlich auch sofort einige Bemerkungen dazu haben. Wenn man dann so etwas macht, sollte man wirklich genauer gucken. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen, Konten zu interpretieren und daraus auch zu selektieren, was dann wiederum zu uns, also genau genommen zu euch, dann passt. Hier ist es schon auch so, das ist so wie mit Trading-Stilen. Ich würde, egal wie gut eine Performance ist, die ich nachher sehe, nicht automatisch jeder Strategie automatisch folgen, sondern auch da würde ich mal fragen, passt es zu mir? Ja oder nein? Und dann kommt halt der nächste Schritt, nämlich dass eure Vorgaben eingehen, wie das Ganze kopiert werden soll. Das ist halt das Thema Risk Allocation. Und das halt in Summe einfach toll ist, weil wer sich schon mit anderen Trading-Eigenschaften oder Arten beschäftigt hat, nämlich die zum Beispiel mit dem Expert Advisor zu traden, ja, der muss programmiert werden. Oder den Kaufmann oder was auch immer. Das heißt, ich brauche einen Expert Advisor. Dann meistens, also ich würde es immer so machen, wenn ich schon mit einem Expert Advisor trade, brauche ich normalerweise auch ein VPS. Also VPS steht für Virtual Private Server. Zu gut Deutsch, man mietet sich irgendwo auf dieser Welt einen Computer, wenn man so will, mit der den Vorteil hat, besser am Internet angebunden zu sein, dauerhafter, also störungsfreier, als man es zu Hause kann und insbesondere auch über Notstrom verfügt. Also das heißt, nicht mal ein Spannungswechsel und der Server wird oder der Rechner muss neu gebootet werden und die ganze Zeit ist der EA nicht mehr online. Und wenn man so tradet, braucht man eigentlich diese dauerhafte Verbindung. Und deswegen macht man es halt über so ein VPS. Alles hier nicht nötig. Hier wird es einfacher. Alles wird direkt bei JFD erledigt. Das heißt, ihr braucht keine weiteren technischen Voraussetzungen. Damit macht es dann auf jeden Fall nochmal viel einfacher. Und ja, ich würde schon sagen, ziemlich cool. Jetzt habe ich schon ein bisschen viel rumgeredet. Jetzt gucken wir mal schon mal direkt ein bisschen rein. Und zwar gehen wir hier auf die Hauptseite von JFD. Ich habe hier zum Glück so einen Kontrollmonitor und weiß, wann das Bild auch bei euch zu sehen ist. Das ist einfach ihr kennt die normale Seite. Und jetzt gibt es halt hier einen neuen Button und dieses neue Button heißt Investieren. JFD Invest. Und da klicken wir natürlich jetzt mal auch drauf, um das Ganze zu sehen, was wir denn dann hier bekommen. Das ist natürlich jetzt lustig. Es ist nicht die JFD-Seite, die sich hier schwer tut zu öffnen, sondern gleichzeitiges Hochladen der ganzen Bilder und hier im Internet klicken, ja, führt halt logischerweise zu Engpässen. Investieren leicht gemacht.
Und das ist, ups, jetzt ist es ja sogar schon auf Deutsch. Da hat sich ja schon was getan. Umso besser. Das war gestern noch anders. Also, ich springe mal gleich hier unten. Ihr seht hier schon das, was man eigentlich immer direkt sehen will. Hier schon auf der Internetseite gibt es eine Tabelle von den fünf aktuell besten Strategien. Ihr werdet nachher sehen, dass wir in Summe hier sieben haben. Vielleicht hat sich auch schon wieder was geändert. Aber gucken wir uns ohnehin gleich genauer an. Wir haben hier fünf Strategien und ihr seht hier schon gleich eine Auswahl. Die sind einfach sortiert nach dem Ertrag, den sie bisher erwirtschaftet haben. Und natürlich werdet ihr gleich sicherlich schon neugieriger, kommt aber alles. Wir können alles zu diesen Strategien uns unmittelbar angucken und das wollen wir natürlich auch. Das heißt, das ist die Grundauswahl und wer jetzt schon die erste Neugierde sozusagen geweckt ist und hier eine solche Tabelle sieht, will natürlich vielleicht gleich hier auf Folgen drücken. Dann klicke ich da natürlich mal drauf, weil natürlich ist die nächste Frage, was ist denn da wirklich hinter? Und was können wir denn da dann erwarten und sehen? Und gehen wir allerdings erstmal nicht auf hier die Equity, sondern erstmal nochmal wieder in die Übersicht. Und in der Tat hat sich schon wieder was getan, aus 7 macht 8. Jetzt haben wir hier schon 8 Strategien unmittelbar am Start. Und ja, umso besser. Die Auswahl wird tatsächlich stetig größer, das Einpflegen der Daten. Um gleich schon mal die Vorbemerkung. All das, was man hier sieht, sind immer Live-Konten. Wir haben keine Kontohistorien aus Demokonten. Wir haben immer nur Basis können und dürfen nur Live-Konten sein. Und das ist erstmal der Anfang, den man unmittelbar sieht, die Auswahl an Strategien. Und ja, dann gucken wir uns direkt mal rein. Nehmen wir mal hier den zweiten und einfacher Mausklick und wir kriegen ein bisschen mehr über eine solche Strategie zu sehen. Okay. Dann haben wir auch schon gleich die Equity von dieser Strategie. Oder zunächst mal, um präzise zu sein, gucken wir hier auf den Gross, also den prozentualen Veränderungen dieser Strategie. Auch andere Details seht ihr schon hier links. Das Konto war mal 25.000 Euro Konto, ist dann sind mal 5.000 Euro noch entnommen worden. Natürlich hat es eine Accountnummer, die ist jetzt eher hier unwichtig. Aber gewiefte Leser wissen automatisch, das ist ein Live-Konto. Und da so soll es natürlich auch sein. Hier werden keine, oder hier sind definitiv nie Demokonten zu sehen. Ich will einfach ein bisschen vorstellen, was man hier sehen kann. Und zum einen, einfach nur um es vorzustellen, aber zum anderen auch, das ist die Hilfestellung oder das ist zumindest das, was ich machen würde, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, finde ich das Konto toll, gut, ja oder nein? Und natürlich fangen wir schon mal an, einfach auf die großen Zahlen zu gucken. Also Return 16%, wow. Und das Ganze seit Januar. Nee, getradet wird sogar erst seit März. Nicht schlecht. Der letzte Monat, okay, und ihr seht auch hier nicht nur den Gross als Chart, sondern das Ganze auch als sogenannte Monthly Return Table. Die sind mir manchmal sogar noch ein bisschen lieber. Ich weiß auch nicht genau warum, aber die Information ist dann so ein bisschen mehr verdichtet. Umgekehrt ist visuell natürlich auch klasse. Was jetzt schon mal gleich wichtig wird, und da ich weiß, dass ich hier erfahrene Trader habe, ist natürlich Gross immer das eine und noch das andere ist zu schauen, wie sieht denn jeweils Equity und Balance aus? Hier gibt es dann nachher den dritten Reiter, klicken wir auch gleich drauf. Equity Balance Deviation. Warum ist denn das überhaupt wichtig? Naja, machen wir es uns eben einfach. Wir gucken zunächst mal auf die Equity. Und jetzt sehen wir Equity und wir kriegen zwei Kurven. Leider sind die noch beide grün, aber man kann, glaube ich, klar erkennen, dass es zwei verschiedene Kurven sind. Das ist nicht ganz unwichtig, was wir hier sehen. Die sozusagen obere grüne Kurve ist die echte Equity. Entschuldige, das war jetzt falsch. Ist die Balance und die untere ist die Equity. Warum wird das wichtig? Oder was ist erstmal der Unterschied? Balance ist immer der echte Kontostand im Sinne von alle abgeschlossenen Trades. Equity hingegen ist immer auch mit den Floating Losses oder Profits. Soll heißen, wir haben ja Trades offen und die Trades können ja im Plus oder im Minus sein. Und wenn die Trades im Minus sind, dann ist ja mein
sozusagen wahrer Kontostand gerade kleiner. Und genau das sieht man dann auch hier. Ist also eine ganz, ganz wichtige Information, findet man so selten bei, zumindest bei Social Trading Plattformen, deswegen haben wir es gleich gar nicht so genannt, sondern diesen Unterschied zu zeigen. Natürlich wird der zum Beispiel bei FX Blue gezeigt, der wird auch bei MyFXBook gezeigt, aber auf den Plattformen meistens eher nicht. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wir hier beide Informationen bekommen. Warum ist es wichtig? Würde ich einfach nur die obere grüne Kurve sehen, bin ich immer ein bisschen zusätzlich geblendet, weil ja, dann geht es einfach von links unten nach rechts oben. Auch nichtsdestotrotz ist dieses Konto wirklich sehr gut, auch wenn ich jetzt gerade über eine Strategie rede, die tatsächlich nicht von mir ist. Wir kommen noch zu anderen, keine Sorge. Man sieht den guten Anstieg, aber man sieht natürlich auch, dass hier zwischendurch Floating Losses entstehen und die jetzt auch nicht völlig unerheblich sind. Um das noch besser zu visualisieren, hat man hier tatsächlich auch die Equity Balance Deviation als Chart eingeführt, um dann zum Beispiel genauer noch zu erkennen, dass wir aktuell mit dieser Strategie in Floating Losses sind. Wir sind immer noch profitabel, das ist, steht außer Frage. Aber hier wurden Positionsgrößen aufgebaut. Und das allerdings auch nicht völlig sozusagen, ich nenne das mal irgendwie sinnlos oder so. Woher konnte ich das schon sehen, dass das auf keinen Fall passiert? Das sehe ich daran, wenn ich zum Beispiel nochmal zurückgehe auf die Equity. Auch die Equity weist mal Schritte nach Süden aus. Also hier werden auch durchaus mal Verluste realisiert, was ich sehr gut finde, dass das passiert. Das zeigt mir, dass hier ein echtes Positionsmanagement auch dahinter liegt. Und das ist natürlich ebenfalls wiederum sehr gut. Okay, kommt gleich eine Frage, aber wieso ist die Equity immer kleiner als die Balance? Hier in diesem Beispiel, wir kommen gleich zu einem anderen Beispiel, wo es nicht ist. Ja, es muss mit der Strategie A zusammenhängen und B, es ist die Worst-Case-Betrachtung des Tages, die hier in Wahrheit zugrunde liegt. Das ist sozusagen gleich nochmal das ins Extremum geführt. Also es ist das Worst-Ergebnis während des Tages. Das ist das, was hier geplottet wird, auch wenn hier pro Tag genau nur ein Punkt ist. Was man natürlich auch sehen kann, ist halt zum Beispiel der Return, aber der Return ist natürlich jetzt gleich nicht wirklich etwas Neues, weil wir hatten vorhin schon den Growth. Hier ist es wohl so, dass wir dann das auf Tagesbasis sehen. Und es ist nicht abgeschlossene Trades, sondern die Veränderung der Equity. Und da sieht man, wie volatil eine Strategie ist. Ebenfalls ganz, ganz wichtig, um für sich zu entscheiden, möchte ich die Strategie, ja oder nein? Dem einen sind vielleicht 6% Volatilität im Konto bereits zu viel, dem anderen vielleicht noch zu wenig. Alles möglich. Und deswegen ist es aber wieder gut, die Informationen auch tatsächlich hier vorzustellen, also bereitzuhalten, sodass ihr die Auswahl entsprechend machen könnt. Wer jetzt hier noch weiter sich interessiert, also einiges ist hier noch an Statistik mit zig Kennziffern und Vergleichsstatistiken, Trefferquote, Profitabilität, dann auch nicht uninteressant Average Trade Duration, also wie lange werden denn eigentlich die Trades gehalten? Und ebenfalls, was ihr schon hier als reiner Gastzugang, und das ist das, was ich jetzt hier im Moment mache. Das, was ich jetzt hier gerade mache, ist nicht irgendwie privilegiert oder weil ich hier Teil von JFD bin. Nein, das ist kann jeder und sogar schon ohne jede Anmeldung. Was sicherlich vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist, da ist mal ausnahmsweise ein kleiner Bug hier, nämlich der Blick auf die Instrumente, warum die jetzt alle immer doppelt, also genau genommen vierfach erscheinen, weiß ich nicht, aber das sieht man, da ist wohl noch gerade in der Darstellung ein Problem. Aber worauf will ich hinaus? Guckt einfach auch mal auf die Instrumente, die gehandelt werden. Ebenfalls eine Frage, ob es überhaupt zu euch passt. Und hier wäre im Wesentlichen der Handel mit dem DAX und mit dem Dow Jones. Das, was hier unten noch an Öl und US-Dollar, japanischer Yen, ist eher untergeordnet. Ich finde es aber immer gut, auch das zu wissen, was denn überhaupt getradet wird und wie häufig.
Ebenfalls eine Frage. Wie viele Trades werden hier überhaupt gemacht in dem Account? Gucken wir jetzt auf einen Account, der jetzt in Summe 8 Trades gemacht hat, und vielleicht zufällig im Plus steht. Nee, hier ist schon auch eine richtige Statistik hinter den Trades. Und so soll es natürlich auch sein. Ja, hier unten Close Positions. Login to view more details. Kommen wir gleich drauf. Aber so könnt ihr euch einen Account ziemlich genau anschauen und für euch auch analysieren. Was ich sehr, sehr wichtig finde, bevor ich eine Entscheidung treffe, ob ich jetzt hier so einer Sache folge oder nicht. Was hier auch noch steht, Date joined, also wann wurde das Ganze hier gemacht. Performance Fee, reden wir nachher noch drüber. Keine Frage. Und was ebenfalls interessant ist, ist immer die Frage nach dem Minimum Investment. Also so viel Geld müsste man einer solchen Strategie sozusagen zur Verfügung stellen, damit man hier dran teilhaben kann. Das sind mal schon mal ein paar erste Übersichtspunkte. Jetzt wollen wir natürlich weitergehen. Gehen wir aber trotzdem noch mal eben auf die Übersicht. 8 Strategien im Moment, und gestern waren es noch 7. Der Grund ist, hatte ich schon gesagt, die werden nach und nach mit dazugeschaltet, und auch immer nur, wenn der Prozess abgelaufen ist, eine Strategie sozusagen so zu prüfen, dass wir auch sagen, hey, die ist es wert, hier auch mit reinzukommen. Ich gehe noch mal kurz auf meine Slides, weil ich eine nächste Sache zeigen will, weil vielleicht ist der eine oder andere jetzt schon so neugierig geworden, was muss ich eigentlich tun, um dabei zu sein. Deswegen heißt auch die nächste Folie 3 Schritte, um dabei zu sein. Also das Erste, auch ganz wichtig, gucken geht immer. Soll heißen, ihr müsst weder Kunde von JFD sein, noch irgendwie registriert sein. Das, was ich gerade gezeigt habe, kommt ja automatisch und drauf. Finde ich auch sehr gut, dass da nichts erst nach einem Anmeldeprozess ist, sondern schon direkt. Das nächste ist, ich lege ein Profil an. Machen wir auch gleich. Profil anlegen, weil dann kriege ich noch ein bisschen mehr Informationen zu den Strategien. Insbesondere sehe ich dann die abgeschlossenen Trades. Profil anlegen hat jetzt nichts damit zu tun, jetzt für JFD-Kunden, dass ihr das sogenannte MyJFD kennt, sondern das ist einfach nur, ja, halt ein Profil. Es besteht aus einer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Und hat erstmal mit den anderen Sachen nichts zu tun. Kann ebenfalls wieder jeder machen, auch jemand, der gar nicht Kunde bei JFD ist. Und dann kriegt man halt ein paar mehr Informationen. Man kann auch sich E-Mails schicken lassen, wenn zum Beispiel was Neues kommt und und. Das sind dann halt zusätzliche Funktionalitäten, sobald ich so ein Profil habe. Das Profil selbst macht mich weder zum Handeln, noch ist es schon mein Konto oder sonst was, sondern erstmal ist es nur ein Profil. Wenn ich aber noch den dritten Schritt mache, nämlich auch ein sogenanntes JFD in einem sogenannten JFD Invest Account öffne, dann habe ich wieder die nächsten Punkte. Dann kann ich jetzt Strategien draufschalten. Also das, was ich vorhin schon Risk Allocation genannt habe. Dann kann ich sagen, okay, der will ich folgen. Und 2 Tage später sage ich, nein, will der nicht mehr folgen. Ich habe jederzeit die Möglichkeit rein und rauszugehen. Warum brauche ich jetzt so einen JFD Invest Account? Weil der ein oder andere fragt sich sicherlich, hey, ich bin doch JFD-Kunde, kann ich nicht einfach mein normales Konto nehmen und dass die Sachen da reinkopiert werden? Nee, sage ich schon mal gleich von weg, das geht nicht. Man braucht ein besonderes Konto, nämlich einen sogenannten JFD Invest Account. Formal, übrigens mal Nebenbemerkung, ist dieser JFD Invest Account dann ein professioneller Account. Da wir ja erst jüngstens die ganzen Hebeldiskussionen hatten und haben, der fällt automatisch unter den Begriff professioneller Trader. Das liegt daran, weil die Trades von denen, die da reinkopiert werden, tatsächlich unter diesen Begriff fallen und damit dann auch in euer JFD Invest Account. Dieser JFD Invest Account ist kein normales Konto im Sinne von halt eurem Standardkonto. Hat auch einen zweiten Grund. Trades, die da drin sind, können nicht von euch unmittelbar sozusagen gemanagt werden. Das heißt, sagen wir mal, ein Stop-Loss oder ein Take-Profit zu verändern von diesen Trades geht nicht. Das heißt, ich habe keine individuelle Manipulationsmöglichkeit, also Manipulation meine ich hier im Positiven, also Eingriff in die Trades, die habe ich nicht. Ich habe immer nur die Grundsatzentscheidung.
ich will der Strategie folgen oder ich will der Strategie nicht mehr folgen. Das kann ich jederzeit ein- und ausschalten. Und deswegen ist es halt auch kein normales Konto, weil in einem normalen Konto könnt ihr natürlich jeden beliebigen Trade einfach den Stop-Loss verändern, schließen, den Take-Profit verändern und. Das geht dann nicht. Deswegen also ein Sonderfall, nämlich ein sogenannter JFT Invest-Account. Jetzt wollen wir uns das nochmal angucken, wie das eigentlich aussieht, wenn man sich hier tatsächlich dann auch sozusagen einwählt. Und dazu gehe ich hier einfach eben raus. Und dann bin ich automatisch wieder auf der Login-Page. Naja, und übrigens auf die gleiche komme ich auch, wenn ich auf das Folgen von vorhin klicke, komme ich ebenfalls hier zu diesem Login. So, und natürlich habe ich schon mir so ein Profil angelegt und ist natürlich einfach meine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und dann kann ich unmittelbar hier mich auch einloggen. Und dann sieht es ein bisschen erstmal anders aus, nämlich einmal, es gibt das sogenannte Dashboard. Da habe ich auch die Möglichkeit, bestimmte Strategien sozusagen schon, die habe ich mal markiert oder das ist diese Vorauswahl, wie auch auf der Internetseite. Naja, und ich habe natürlich hier nachher das Button Invest. Ich habe immer noch das Button Find Strategies und da will ich jetzt ebenfalls natürlich jetzt wieder draufklicken. Es scheint sich jetzt gleich nicht irgendwie so viel verändert zu haben, aber was natürlich jetzt gleich möglich ist, ich kann auch die Trades sehen, die in dem Konto gemacht werden. Gehen wir dazu mal einfach auf ein anderes Konto, hier auf das erste. Und das ist übrigens ein Konto, ja, das direkt von sozusagen von mir bereitgestellt wird. Die Strategie hier, Goldmine, der Name kommt übrigens vom Marketing, der kommt nicht von mir. Bei mir würde die Strategie heißen Position Trading, Power Candle, Follow. So würde die Strategie bei mir heißen. Und damit seht ihr auch die Begriffe, die auch relevant sind für die Webinare. Wer da mal irgendwas wissen will, kurze E-Mail an mich, ich kläre es gerne auf. Hier haben wir ein Konto, das bei 5.000 Euro gestartet ist, im Moment bei ungefähr 6.000 steht. Und natürlich, also nicht natürlich, sorry, also ich wünschte, ich hätte immer alle Konten genau in diesem Verlauf. Aber ich zeige natürlich gleich auch mal eins, was sozusagen nicht ganz so traumhaft schön aussieht wie das hier. Gucken wir uns hier aber auch gleich nochmal das Beispiel an mit Equity, mit den zwei grünen Kurven. Die liegen hier deutlich enger zusammen. Und wir haben auch mal den Fall eines Oberschwippens nach zur anderen Seite. Wie gesagt, das ist natürlich auch möglich, dass die Equity oberhalb von der Balance liegt. Das passiert hier und an mehreren Stellen. Nicht besonders ausgeprägt, aber weil das vorhin mal gefragt wurde. Das heißt, hier ist die Abweichung zwischen Equity und Balance nicht ganz so groß, maximal mal 3,5% in Summe. Und gucken wir auch hier wieder diese Standardfrage, wie viel Volatilität will ich mir gönnen, erlauben? Ganz wichtige Frage für euch, als die vor der Entscheidung steht, vielleicht dem einen oder anderen hier zu folgen. Und ja, ihr seht, weitestgehend kommt das Ganze hier mit so plus minus 2% aus, mit zwei Abweichungen, nämlich einmal nach oben und einmal nach unten hier eben Anfang Juli war das. Ansonsten wieder Monthly Return Table, jede Menge Kennziffern. Hatten wir schon. Was man jetzt allerdings natürlich hier sieht, weil ich über diesen, weil ich eingeloggt bin, und auch das ist noch völlig frei, ohne jedes Problem, könnt ihr jederzeit machen und also sind keine Kosten irgendwie verbunden. Und ihr habt aber jetzt halt die Möglichkeit, wirklich auch mal einzelne Trades euch anzugucken. Na gut, es sind hier reichlich viele in Summe. Aber gucken wir hier allerdings auch auf die Frage der Instrumente. Was wird denn hier eigentlich getradet? Hier ist jetzt auch nichts mehr doppelt eingetragen. Und ihr seht da die unterschiedlichen Underlyings, die getradet werden. Und genau zu der Strategie sage ich nachher noch ein bisschen mehr, weil ich auch direkt auf das Konto gehe, aus dem es tatsächlich gehandelt wird. Also es sind, ich glaube,
12 oder 13 Underlyings, im Wesentlichen Währungspaare. Und das habt ihr sicherlich bei mir schon öfter mitbekommen, dass Gold bei mir immer so, wie so ein Währungspaar mitläuft. Und ja, von daher wird hier auch Gold getradet. Dass hier jetzt noch Gold Mini auch auftaucht, liegt daran, weil das Konto einfach älter ist, also seitdem JFD komplett umgestellt hat auf Gold und kein Gold Mini mehr. So sieht das Ergebnis hier aus und na gut, ich kann mal auf Pending Orders klicken, aber ich weiß genau, die Strategie hat keine Pending Orders. Von daher ist es jetzt für mich nicht überraschend, dass da nichts steht. Die Strategie geht immer nur Market in Trades und nutzt weder Buy Stops noch Buy Limits. Von daher war das klar. Alles ist Live-Konten. Komplett und also ihr folgt hier nicht irgendwelchen Demo-Konten. Wird schon mal gefragt, sind diese Renditen netto oder brutto? Das heißt, ohne Abzug einer Gewinnbeteiligung. Also alles, was ihr seht, ist vor jedem Abzug. Das heißt also, nennen wir es mal brutto. Aber deswegen habe ich das auch noch, weil mit brutto und netto kann man mal gerne mal auch auf Kriegsfuß stehen. Also zu dieser Gewinnbeteiligung kommen wir noch, erkläre ich auch noch, wie das genau passiert. Nächste Frage nochmal eben direkt hier. Was passiert mit offenen Positionen? Wenn ich mich dazu entschließe, einer Strategie nicht mehr zu folgen, dann werden sie geschlossen. Das passiert sozusagen vollautomatisch im Hintergrund. Ist ja logisch, dass die dann entsprechend geschlossen sind. Also, weil es nochmal hier betont wird, also die Profite, die hier zu sehen sind, sind vor Kosten, aber da muss ich jetzt mal vorsichtig sein, weil wir sonst, wenn wir bei der Strategieentwicklung sind, reden wir natürlich bei Kosten immer auch über Spreads und Commission und Swap-Kosten und dergleichen. Die sind natürlich schon längst drin. Also wir gucken hier nicht auf irgendwelche Trade-Resultate ohne Commission und ohne Spreads, sondern es ist lediglich vor diesem High-Watermark. Also das, was man sozusagen Gewinnbeteiligung nennen würde. Das ist also schon mal der nächste Schritt. Und naja, was kann ich jetzt noch tun, um den dritten Schritt noch zu machen? Invest. Und wenn ich Invest drücke, heißt das, ich will jetzt tatsächlich hier ein solches JFD-Invest-Konto eröffnen und will dann zum Beispiel diese Strategie da draufschalten. Und da ich mir sicher bin, dass noch keiner von euch, außer ihr habt die Website schon vorher entdeckt, schon ein Investkonto hat, ist das erste nicht relevant, Additional Investkonto, sondern immer nur das zweite, First Invest Account. Logisch, übrigens gleich, warum kann man mehrere machen? Ja, man kann auch da sich wieder mehrere Konten generieren, aus strategischen Überlegungen beispielsweise. Aber fangen wir erstmal mit dem ersten an. Und wenn ihr da dann draufklickt, seht ihr automatisch, hey, ihr solltet bei JFD registriert sein. Also das kann ich natürlich. Und das ist hier, jetzt machen wir es mal kurz. Geht auch ganz schnell, hoffe ich zumindest. Oh Gott, ach nee, das geht nicht ganz so schnell. Ich muss ja hier erst noch einen Test bestehen und die Motorräder hier auf dem Bild identifizieren. Sorry für den kleinen Delay hier. Dann sollte es auch direkt kommen. Eine Sekunde noch, dann habt ihr das. Ich will nur eine Sache hier zeigen, dass man die schon mal gesehen hat. Also, was wir natürlich hier machen, ist, natürlich ist es ein MT4 und und was wir hier dann noch machen müssen, ist, dass wir hier ein paar Fragen beantworten. Aber das sind ganz einfach. Es geht nochmal ums Alter und es geht nochmal darum, dass man sich das hier anguckt. Das ist anschließend möglich. Das ist dieses Limited Power of Attorney. Steht dafür, dass anschließend ja Trades in euer Konto kopiert werden, sozusagen jemand Fremdes in eurem Konto handelt und das bedarf einer besonderen Zustimmung. Das ist der Grund auch, warum ich das hier nochmal auf die Schnelle zeigen wollte. Gut, weil es gerade schon gefragt wurde, Kosten. Also,
Die typischen Kosten sind hier, steht auch bei jeder Strategie einzeln dabei, aber bisher ist bei allen Strategien es so, dass da eine 25% steht. Also sogenannte 25% Gewinnbeteiligung, aber nach dem High-Watermark-Prinzip. Und was soll das oder was macht das High-Watermark-Prinzip? Es ist aus meiner Sicht oder die mir fairste bekannte Variante, um erfolgsabhängige Gebühren zu berechnen, nämlich nicht einfach mal jeden Monat separat geguckt und dann die Frage gestellt, okay, Gewinn, also 25% von dem Gebühren gehen weg. Nee, hier ist es nötig, neue Hochs zu machen. Gehen wir mal kurz durch. Das Beispiel habe ich auch aus der Website geklaut, damit jedem klar ist, was das High-Watermark-Prinzip wirklich ausmacht. Nämlich, wir fangen einfach an mit 1.000, nennen wir es mal einfach 1.000 Euro. Und am Ende des ersten Monats haben wir beispielsweise eine Equity von 1.200 Euro. Gut, dann sind jetzt Gebühren fällig. 25% auf die 200 Euro wären also 50 Euro. Am Ende des nächsten Monats, noch ein toller Monat, ist meinetwegen der Kontostand bei 1.400 Euro. Also logischerweise würden wieder Gebühren fällig werden. Gehen wir nochmal einen Monat weiter. Equity um 300 Euro nach unten gegangen. Sind hier Gebühren fällig? Logischerweise nicht. Und jetzt werden wir mal ein bisschen genauer für den nächsten Monat. In der Mitte des nächsten Monats haben wir einen Kontostand von 1.600. Temporär sozusagen. Und danach sind leider ein paar Trades wieder nicht so gut gelaufen. Wirklich am Ende des Monats ist der Kontostand vielleicht wieder 1.100 Euro. Sind jetzt Gebühren fällig? Antwort: Nein. Also es ist stichtagsbezogen auf Monatsende und es fragt, gab es schon mal einen Monat, wo der Kontostand höher war, am Monatsende? Und nur wenn die Frage mit Ja beantwortet wird, werden die Gebühren fällig. Und das ist aus meiner Sicht recht fair, weil tatsächlich auf längere Sicht nur Gebühren anfallen, wenn auch Erfolge eintreten. Werde ich nochmal gefragt, gibt es eine Managementgebühr? Nein, keine Managementgebühr. Also ihr habt keine irgendwie geartete, nennen wir es mal so Grundkosten. So bei Vermögensverwaltungen, auch von Banken, gibt es alles Mögliche von 1 bis 5%, die man aufs Jahr gerechnet einfach zahlt auf Basis des eingezahlten Kapitals. Also ihr zahlt 50.000 Euro ein und da ist eine Managementgebühr von 2%. Dann sind jedes Jahr 1.000 Euro fällig, die meistens dann monatlich abgebucht werden. Also keine Management-Fee, keine Managementgebühr. Dann nächste ist schon fast eine technische Frage, wieso nicht MT5? Also alle Strategien, die hier laufen, sind sogenannte MT4-Strategien. Das heißt, ihr werdet hier keine Strategie finden, die zum Beispiel, weil ihr wisst, bei JFD kann man im MT5 auch direkt echte Aktien traden, also nicht als CFD, sondern als echte Aktien, also so, wie man es von viel, viel früher gewohnt ist, was auch übrigens eine tolle Sache ist. Darauf gehen wir auch nächste Woche nämlich dann ein in unserer neuen Strategie. Da geht es nochmal wieder um Aktien. Also es sind grundsätzlich nur Instrumente, die im MT4 bei JFD auftauchen. Warum nicht MT5? Die sozusagen Software dafür ist noch nicht fertig. Von daher machen wir alles noch unter MT4. Ihr ahnt schon, dass das sicherlich sich auch wieder irgendwann ändern wird. Aber das muss alles nicht eure Sorge sein. Von daher, es reicht hier komplett mit MT4 zu fahren, zumindest aus unserer Sicht. Und ja, mit den kopierten Trades ist es im Zweifelsfall ohnehin quasi egal, auf welcher Plattform sie denn nun gerade laufen. Eine andere Sache, die ich hier nochmal genauer zeigen wollte, ist die sogenannte Bulk Execution. Was soll das nur? Was passiert hier? Gehen wir kurz das Bild durch, dann wird, glaube ich, klar, was hier in Wahrheit passiert. Also wir wären dann hier alle Teilnehmer am JFD Invest. Zum einen die Investoren, also diejenigen, die hier etwas ausgewählt haben. Und zum anderen sozusagen derjenige, der die Strategie zur Verfügung stellt, die muss ja irgendwo auch wirklich getradet werden. Und was die Abfolge der Trades geht folgendermaßen. Der
sozusagen das Konto, in dem die Strategie originär läuft, macht einen Trade. Das ist ein Trade, der wird dann durchgereicht an die Bridges und damit an den Liquiditätspool. Ist ein bisschen technisch, aber das ist dazwischen gibt es die sogenannten Bridges. Also wenn ich jetzt sage, ich übersetze es mit Brücken, ist das natürlich zu kurz gegriffen, sondern das sind sozusagen die das alles zusammensammeln und dann an die Banken weitergeben. Alle, wenn wir jetzt sagen wir 4 Leute haben, die einer Strategie folgen, dann werden die zu kopierenden Trades als ein einzelner Trade an den Liquiditätspool durchgereicht. Warum machen wir das? Und es klingt irgendwie ein bisschen komplizierter, man könnte ja auch alle einzeln irgendwie da durchjagen. Nee, das hat einen ganz bestimmten Grund. Wir wollen nämlich, dass alle die gleiche Ausführung bekommen. Damit wir nicht nachher noch irgendwie Diskussionen haben, hey, bei mir wurde der Trade, aber so und so. Nein, ihr wisst, worauf ich hinaus will. 2 Leute folgen der gleichen Strategie, reden miteinander und stellen fest, dass sie unterschiedliche Trades haben. Und deswegen die sogenannte Bulk Order Execution. Und das heißt, für alle Investoren wird dadurch sichergestellt, dass der gleiche Preis auch dabei rauskommt. Gut. Ist eine wichtige Funktionalität, auch auf der technischen Seite und minimiert übrigens auch die Anzahl der zu übermittelnden Trades, weil natürlich soll das Ganze auch noch funktionieren, wenn wir Hunderte oder Tausende haben, die den Strategien folgen. Jetzt hatte ich gesagt, ich will noch mal ein bisschen genauer reingucken und dann auch noch mal quer zu den echten Accounts und gehen wir noch mal hier rein. Zunächst mal noch die eine Frage, Allocations ist dann wichtig, wenn man wirklich also auch ein Investkonto eröffnet hat. Ihr seht, ich habe kein Investkonto, weil ich habe ja meine anderen Konten, die schon die Strategien traden, also brauche ich auch keiner mehr folgen. Und das Gute ist, auf dieser einen Seite verteilt man dann sein Risiko. Das heißt, mal angenommen, ihr habt, ich mache jetzt fiktive Zahlen, ihr habt 5.000 Euro, wollt ihr auf das Investkonto einzahlen und dann gebt ihr einfach der einen Strategie 1.000, der anderen 1.500 und was bleibt jetzt noch? 3.500 und der dritten vielleicht 3.500 oder auch nicht. Ihr wartet noch, alles möglich. Das heißt, hier werdet ihr zu eurem eigenen Portfolio-Manager. Ganz wichtige und schöne Funktionalität, weil ihr gebt zwar einerseits Verantwortung aus der Hand, weil ihr Strategien folgt, andererseits seht ihr, ihr legt fest, wer mit welchem Risiko getradet wird. Und dadurch kreiert ihr tatsächlich euer eigenes Portfolio. Also das, warum man das hier durchaus ja nochmal eine andere Art von digitaler Vermögensverwaltung nennen kann, weil diese Art der Einflussnahme habe ich natürlich woanders erstmal nicht. Also wenn ich zu meiner Bank gehe und sage, hier 100.000 Euro, macht was draus, dann bin ich sage zwar vielleicht nochmal am Anfang irgendwas, aber mehr werde ich dann auch nicht mehr gefragt. Hier bin ich nach wie vor mein eigener Portfolio-Manager und die Rolle kann man auch genauso ruhig aus wahrnehmen. So, jetzt aber nochmal kurz hier wieder in die Strategien. Zum einen gehen wir mal kurz auf die wohlbekannte. Und naja, ihr habt halt den Vorteil, hier direkt bei mir zu sein. Und dann kann ich euch auch das Konto nochmal direkt zeigen. Also Goldmine, Kontonummer 24048. Ich muss mittlerweile schon mit 3 Namen klarkommen, nämlich zum einen mit der Kontonummer, dann mit dem Namen, wie er auf der JFT Invest Seite heißt und dann gibt's für die Strategie auch noch einen Namen von mir. Und hier kann man den Namen erahnen. Die Strategie ist eine vollautomatische Strategie, das heißt, sie selbst wird von einem Expert Advisor getradet. Also was macht sie? Sie schaut nach Power Candles und diesen Power Candles will sie folgen, wenn sie denn auftreten. Und was man auch durchaus hier erkennt an diesen Bündeln von Trades, ihr seht hier so ein paar Linien, da wurden Trades sind zu Ende gegangen, dass die Strategie durchaus hingeht und im Verlust auch mal nachkauft. Aber ihr habt auch, wenn ihr vorhin auf die Equity geguckt, genau geguckt habt, die hat auch zwischendurch auch auf der Balance-Seite hat sie Zacken nach unten. Soll heißen, es gibt einen Stop-Loss. Wir gehen
nicht sinnlos und übersinnlos in Trades rein, sondern das ist das Ganze limitiert. Als Edge, der Wahrscheinlichkeitsvorteil, der in dieser Strategie drinsteckt, ist es die Power Candle selbst und die Währungspaare, die dazu neigen, nach einer Power Candle auch in die Richtung weiterzulaufen. Der Mechanismus des Nachkaufs ist sozusagen so eine Nachversicherung, so ein Nachbrenner. Ich brauche also nicht hundertprozentig richtig liegen mit meinen Power Candles und kann Trades dennoch in den Profit führen. Das ist das, was dahinter steht. Das nächste will ich hier auch nochmal kurz erwähnen. Das gilt für die meisten meiner Strategien. Sie arbeiten nicht statisch. Das soll heißen, es gibt ja immer bei jeder Strategie irgendwelche Parameter, die sie beschreiben. Und wenn es nur ein Stop-Loss und ein Take-Profit ist, den man ja irgendwo hinlegen muss, also ich zumindest. Diese Parameter, wie zum Beispiel hier jetzt Größe einer Power-Candle und wann kaufe ich nach oder wo lege ich überhaupt den Stop-Loss hin, diese Parameter sind dynamisch. Den Begriff habt ihr bei mir schon in den Strategien häufiger gehört. Der kommt schon aus der Strategieentwicklung. In dem Moment, wo ich immer über den Back-Forward-Test rede, den ich ja hier für diese Strategien immer durchführe. Aber genauso ist es anschließend in der Anwendung. Auch in der Anwendung heißt das ja, dass ich alle so und so viele Tage, genau wie in der Strategieentwicklung, wo ich alle so und so viele Tage neue Parameter setze, berechne, um diese dann in der dann folgenden Zukunft auch anzuwenden. So passiert es hier natürlich genauso. Zum Beispiel ist es hier bei dieser Strategie so, dass alle, ich glaube 22 Tage sind es, ich kriege automatisch Erinnerungen, deswegen weiß ich die Zahl nicht hundertprozentig auswendig, alle 22 Tage werden die Parameter angepasst. Und zwar nicht simultan immer für alle Währungspaare gleichzeitig, sondern das geht reihum. Ich will damit sicherstellen, dass der ganze Prozess kontinuierlich passiert. Das ist natürlich jetzt für euch eine wirklich tolle Sache, hoffe ich, dass ihr so jetzt auch an solchen dynamischen Strategien teilhaben könnt, die sich den Marktgegebenheiten einfach anpassen. Dadurch, dass sie genauso arbeiten wie in der Entwicklung selbst, also mit dem Walk-Forward-Test in der Strategieentwicklung, so aber auch jetzt in der Anwendung, was dazu führt, dass wir dynamische Parameter haben. Das macht hier nicht der EA selbst, sondern das mache ich mit dem C-Programm. Und die Parameter werden dann anschließend hier in den EA wieder eingepflegt. Also ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, erstmalig, glaube ich zumindest, an dynamisch optimierten Strategien auch teilzuhaben. Etwas, was sich leider, bin ich ganz ehrlich, wenn ich ein Excel-Sheet hätte, was das könnte, würde ich das auch zur Verfügung stellen. Aber ich kann das leider nicht in Excel abbilden, außer zu sagen, okay, man nimmt halt die Daten optimiert und wendet sie dann an. Aber das halt nicht sozusagen vollautomatisch. Das war eine Strategie. Gucken wir einfach mal auf irgendeine andere. Ihr könnt mir gerne auch was zurufen. Dann gucke ich hier mal drauf. Ich gucke gerade auch nochmal auf eure Fragen. Warum läuft Trade separat? Die Frage habe ich jetzt, muss ich gestehen, noch nicht verstanden. Okay. Aber CFDs werden doch gar nicht an der Börse gehandelt. Wozu braucht man dann die ganzen Anbieter. Gerade bei der Orderabwicklung. Also, CFDs werden nicht an der Börse gehandelt. Das stimmt. Aber wenn ihr bei JFD, das muss man wohl dabei sagen, und bei einigen wenigen anderen Broker einen Trade aufgibt, und genauso ist es hier auch, wenn ich Trades kopiere, dann ist es so, dass wir brauchen einen Gegenpartner. Bei den sogenannten Market Makern, also bei vielen Brokern, ist es einfach der Broker selbst. Der hat einfach eins im Sinn. Der glaubt daran, dass euer Trade im Verlust endet oder zumindest in der Mehrzahl. Deswegen nimmt er alle Trades in sein Buch, so nennt man das. Und da er annimmt, dass ihr in Summe falsch liegt, und werden am Ende des Tages sind sozusagen sämtliche Verluste, die ihr macht, sind die Gewinne des Brokers. Das ist das, wie ein Market Maker
arbeitet. Es ist nicht das, wie JFD arbeitet. JFD reicht die Trades durch. Es gibt nachher einen echten Gegenpartner und dieser echte Gegenpartner ist, nagelt mich nicht fest, einer von 18 oder 21 Banken. Jeder Trade muss, und diese Banken sind so Namen wie Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs, und, und. Also die großen Banken, die ihr euch nur ausdenken könnt, die sind die Gegenstelle des Trades. Und das ist euer, sozusagen, der Gegenpartner. Der Trade wurde real abgewickelt. Nach wie vor, es passiert nicht an der Börse, also so wie beim Aktientraden oder beim Future Traden, sondern er hat nichtsdestotrotz eine Gegenseite. Und diese Vermittlung macht diese Bridge, diese Vermittlung zwischen dem Trade, den ihr bei JFD reinschiebt, und der Partner, der dann einer von diesen Liquiditätsprovidern ist, also einer von diesen 18 oder 21, habe die Zahl vergessen, Banken. Und das ist dann eure Gegenstelle. Gut. Okay, wie kann man sehen, wie hoch die Differenz zwischen Strategien und den Kopierern? Also ihr könnt natürlich anschließend hier immer die Trades einfach gegenhalten. Das Gute ist, da ich nur schon länger mit JFD zusammen bin und eine Menge da auch trade, weiß ich, dass man sogar in Summe eher ein positives mit einer positiven Slippage rechnen kann. Ah, aber jetzt kriege ich nochmal die Frage, warum läuft der Trade separat vom Bulk? Okay, das war die Frage, will ich gerne erklären. Der Trade ist sozusagen erst der Trigger. Ihr müsst euch so vorstellen, der Trade der Strategie wird ausgeführt. Der ist sozusagen Done Deal. Und dieser Done Deal ist der Trigger für dann alle anderen Trades, die dann kommen. Das hat auch was mit der Technik zu tun. Das heißt, erst wenn der eine da ist, können die anderen gemacht werden. Natürlich ahnt ihr jetzt, oder ich vermute, gleich kommt die Frage, ja, dann ist doch eine Zeitverzögerung. Stimmt. Jetzt kommt allerdings mal das Coole. Das Gute ist, das ist so ähnlich wie mit eine Buy Limit oder Stop Order wird getriggert und dann gibt es anschließend eine Differenz zwischen der Ausführung und eurer eigentlichen Limit Order. Das Gute ist, in der Regel ist die sogar positiv bei JFD. Und da gibt es auch Statistiken drüber. Die sollte ich mal bitte hier rausziehen. Die sind auch auf der Internetseite übrigens. Das heißt, dass man jetzt erwarten kann, dass der Bulk tendenziell schlechter ausgeführt als der Trade. Nö, dafür gibt es überhaupt keinen Anlass. Gut. Werden alle Konten, wenn man denn da mitmacht, nur in Euro geführt? Meines Wissens nach nicht. Ihr könnt jede beliebige Kontowährung führen, aber da bin ich jetzt nicht wirklich hundertprozentig firm, aber ich gehe davon aus, dass ihr die typischen Kontowährungen nehmen könnt, die auch sonst bei JFD zur Verfügung werden. So, Power FX soll ich mal noch drauf gucken. Gucken wir mal. Ich muss erst wieder dahin. Power FX, da. Okay. Sobald ich die Kontonummer gleich sehe, dann weiß ich auch immer, wie viel ich zu dieser Strategie sagen kann. Okay. Kann ich was zu sagen? Ist eine Strategie, die mir vertraut ist. PowerFX, Kontonummer 49.0.92, übersetzt sich gleich übrigens wieder in eine Strategie, die mit Power Candles tatsächlich arbeitet, aber in einer völlig anderen Weise als das, was ich gerade beschrieben habe. Das hier ist eine Strategie, die ist nicht ganz so Trade-intensiv, also Number of Trades 78, ist also eine von der Anzahl der Trades überschaubar, aber trotzdem genügend, dass man hier schon von Statistik reden kann. Hier groß auf Abweichungen, Equity und Balance weiß ich, brauche ich gar nicht achten, kann nicht besonders sein. Hier ist es sogar so, weil wir die Frage noch am Anfang hatten, hier ist es sogar so, dass in der Mehrzahl sind wir sogar mit der Equity oberhalb von der Balance, weil die Trades dann halt im Gewinn sind, aber halt noch nicht abgeschlossen sind. Monthly Return Table. Also, ihr wollt ein bisschen mehr zur Strategie. In dem Fall kann ich es machen, weil ich 94, 42,
94.092 und da haben wir sie auch. Also da läuft die Strategie, da sieht man auch nochmal die einzelnen Währungspaare, die hier getradet werden, dann hier dann gleich im MT4 mit den einzelnen Charts. Okay, wir haben jetzt hier, wenn man mal aktuell guckt, haben wir 6 Trades auf, haben auch hier wieder die Situation, dass wir im Floating Gewinn sind. Kurz, was macht die Strategie? Power Candles, ja, aber etwas anders. Hier gehen wir suchen nach großen Kerzen und wenn wir große Kerzen haben, wird am Ende dieser Kerze, und das ist übrigens eine D1-Strategie, die also auf D1-Basis arbeitet, immer um Mitternacht werden neue Menden, neue Order platziert. Wie? Wir schauen nach einer Power Candle, gehen aber nicht am Ende der Power Candle Market rein, sondern wir legen Limit Orders. Also Buy Limit oder Sell Limit Orders, die in der Power Candle liegen. Das heißt, wir bauen darauf, dass wir einen Rücklauf dann erst nochmal haben und dass wir mit dem dann zu einem positiven Trade kommen. Lass mich mal gucken, ob ich das hier gerade noch ein bisschen genauer beschreiben kann. Ja. Nee, ich habe keine einzige, alle Buy Limit oder Sell Limit Order sind gerade gefüllt. Ich habe keine, die nicht gefüllt ist. Von daher habe ich das jetzt auch nicht parat, um es zu zeigen. Aber nochmal, ich sag's mal verbal, wir kriegen eine Power Candle. Also ich mutmaß mal, dass zum Beispiel diese im Schweizer Franken hier oben, also machen wir den mal eben groß, den Chart, dass diese Kerze eine Power Candle werden könnte. Power Candle heißt übrigens immer nur dann, wenn der Kerzenbody groß genug ist. Und das ist logischerweise hier wird eine Long Power Candle potenziell, also wenn sie die Grenze denn überschreitet. Und was dann passiert, dass in der Optimierung gibt es für jedes Währungspaar einen Rücklaufwert. Das ist ein prozentualer Wert. Und der führt dann zum Beispiel dazu, ich mache es mal hier fiktiv, dass dann hier auf dieses Level beispielsweise eine Buy Limit Order gesetzt wird. Das heißt, ich erlaube, dass nach der Power Candle, ich erhoffe mir sogar, dass nach der Power Candle erst noch ein Rücklauf erfolgt und erst wenn der erreicht wird, gehe ich rein in meinen Trade. Und das ist eine solche Strategie, die halt komplett mit Impulskerzen, also oder Power Candles. Hier der EA heißt Impulskerzen, aber ist ja nun mal alles dasselbe. Und dann, wenn wir also eine solche Kerze haben, kommt es zunächst zu einer Limit Order. Und wenn die dann gefüllt ist, dann haben wir sie hier im Markt. Gucken wir noch mal kurz auf die Strategie selbst. Ihr seht, ja, wir hatten Auf und Ab, aber auch einen schönen stetigen Verlauf. Hat jetzt in ungefähr 8 Monaten 10% erwirtschaftet und von daher ebenfalls schon mal ein ansehnliches Ergebnis. Auch dazu nochmal eine komplette Bemerkung. Wir sind hier schon bemüht, natürlich Sachen zu selektieren, beizusteuern und hier in JFD Invest aufzunehmen, die auch eine akzeptable, also nicht nur eine akzeptable, sondern eine schon bedeutende Rendite haben. Die Zahlen, die ihr hier seht, die haben schon in sich. Also ich ist jetzt kein Selbstlob, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Das sind Renditen, die so an der Grenze von dem sind, was möglich ist. Und deswegen noch viel mehr geht einfach gar nicht. Zumindest nach meinem Dafürhalten, nicht nachhaltig und längerfristig. Das ist auch der Prozess, den wir hier dem Ganzen zugrunde legen, weil natürlich haben uns auch schon in der Vergangenheit Leute, die schon vorher davon Wind bekommen haben, gefragt, hey, ich habe hier auch eine, können wir die nicht da reinnehmen? Dann kommt immer dieser dieses genaue Prüfen der Strategie und damit sie hier auch tatsächlich aufgenommen wird. Das gilt sowohl für andere. Hier von den 8 sind auch 2 von anderen, die ich jetzt sozusagen dann auch nicht im Detail kommentieren könnte, wie die denn ganz genau traden.
Aber das Wichtige ist, Sie müssen den Prüfungsprozess durchlaufen. Das heißt, Wertstopplosse gesetzt zum Beispiel oder wobei jetzt, ihr kennt meine Bemerkung, wer bereit ist, beim einem DAX Long Trade einfach rund 12.000 Euro zu verlieren, braucht natürlich auch keinen Stop-Loss setzen. Also mit der kleinen Einschränkung. Ansonsten sind natürlich Stop-Losse wichtig, die Verläufe sind wichtig. Natürlich sind genau diese Abweichungen wichtig. Zum einen Balance Equity sind wichtig und das andere immer diese Volatilität. Die Volatilität auf Daily Return Basis. Auch immer eine ganz, ganz wichtige Kenngröße. Ich nehme jetzt einfach nochmal irgendeine Strategie hier raus und gucke mir die hier nochmal genauer an. Und da ich die Kontonummer nicht kenne, weiß ich, dass die Strategie jetzt nicht von mir kommt und will aber auf den Return gucken. Und da geht es mir einfach nur darum, hier die Tabelle mal zu sehen, wie sind denn die Schwankungsbreiten? Und hier haben wir jetzt eine, die doch sehr, sehr moderat, also sozusagen mit kleinen Schwankungen auskommt, vor allen Dingen auf der Unterseite. Also auch wieder super interessant. Gut. Wird gerade gefragt, gibt es auch eine Rundum-Sorglos-Losung, also ohne individuelles Portfolio-Management? Ja, die gibt es auch. Das ist der Basket. Da würde ich einfach so sagen, im Zweifelsfall einfach direkt nochmal Kontakt zu mir oder zu JFD aufnehmen. Gut. Gibt es auch eine klassische Open-Range-Breakout-Strategie, die hiermit schon dabei ist? Da muss ich jetzt gerade mal auf die Namen schauen, aber ich glaube, hier ist noch keine von denen mit dabei. Die sollen reinkommen. Also insbesondere, ihr kennt die zwei, einmal den euro-japanischen Yen Open Range Breakout. Der ist auf jeden Fall in der Vorbereitung. Bei dem wisst ihr auch genau, wo er steht. Nämlich übrigens bei plus 30%. Das ist allerdings jetzt seit April letzten Jahres. Und dann gibt es noch den DAX und S&P 500 Open Range Breakout beispielsweise. Da weiß ich jetzt nur die Zahlen. Der hat bei 4.000 gestartet und steht im Moment so bei 5.300. Aber auch jetzt fast für die anderthalb Jahre. Werden wir natürlich auch sehen, dass alles hier mit dazu kommt. Also, ihr seht, Auswahl ist da, wird ständig größer, konnte ich jetzt zumindest schon mal feststellen von gestern auf heute. Und aber auch das, was hier schon ist, also ist sicher mal ein Blick wert. Und was mir immer wichtig ist, genauer angucken, auch hier neben dem gerade angesprochenen Rundum sorglos, ist immer die eine Sache, gibt es auch, ist der JFD Basket. Das andere ist einfach hier die Individualität, das heißt auch ihr seid euer eigener Portfolio-Manager und kreiert euer eigenes Portfolio. Gut, das war mal das Webinar für heute. Ups, ich dachte eigentlich, heute komme ich gar nicht auf die Stunde. Jetzt stelle ich fest, dass ich doch schon wieder über meiner Zeit hier bin. Naja, Zusammenfassung ist ganz schnell gemacht. Es steht in der Mitte. Wer es mag, dann now it's your turn. Das ist klar. Ansonsten Fragen, logisch, gerne einfach auch per E-Mail an mich. Ein paar Highlights sind hier auch nochmal auf der Folie, insbesondere, dass ihr keinen weiteren technischen Aufwand braucht und dass eure eigenen Präferenzen hier komplett berücksichtigt werden, inklusive Risk Allocation, welcher Strategie gebe ich denn wie viel? Auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ansonsten einfach mich fragen. E-Mail-Adresse kennt ihr, steht hier auch nochmal. Und sonst der Support von JFD ist da auch sofort dabei, euch entsprechend zu helfen. Gerade jetzt in der Anfangszeit, wo vielleicht nochmal irgendein Stolperstein in der Internetseite ist und irgendwas vielleicht noch nicht klar genug ausgedrückt ist. Die helfen da wirklich super gut. Sind wirklich nette Kollegen, das weiß ich nur zu gut. Und die helfen euch dann unmittelbar da weiter. Also heute mal was anderes. Ich weiß, wir haben heute nicht wirklich eine neue Strategie gelernt. Machen wir nächste Woche. Da gucken wir uns Aktientrading an.
nochmal wieder von Grund auf. Ich will euch über, deswegen werdet ihr da so ein Part 1, also Teil 1 und Teil 2 sehen, weil ich euch an dem Beispiel nochmal zeigen will, wie man einfach auch eine Strategie kreiert und mit welcher Vorbetrachtung man losgeht und dann in die eigentliche Strategieentwicklung reingeht. Also wird auch nochmal eine ganz spannende Sache, hoffe ich zumindest. Also zumindest für mich ist es spannend. So viel kann ich schon sagen. Naja, und wer jetzt einfach so eine Art passives Investment sucht, hier ist eine Möglichkeit, JFD Invest. Und naja, ihr kennt zumindest den einen, der hinter vielen Strategien da steht und könnt vielleicht dadurch den Inhalt nochmal ein bisschen mehr einschätzen. Hoffe ich zumindest. Jo, soweit von mir. Euch noch einen schönen Abend. Ist doch ein bisschen später geworden, als ich dachte. Und wir hören uns dann hoffentlich schon nächste Woche wieder, weil da haben wir nämlich schon das nächste Webinar. Also, macht's gut. Schönen Abend noch. Tschö.